Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Punch Club. Oh Gott, ich kann hier nicht draufklicken. Warum kann ich nicht klicken? Auf! Dude! Okay, er ist müde. Gut. Ja, willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von Punch Club. Ich weiß gerade nicht, was da los war, warum meine Maus buggy war. Ah, jetzt funktioniert wieder alles. Wir sind gerade drauf und dran, unseren dritten großen Herausforderer herauszufordern, logischerweise. Ob wir das schaffen werden, müssen wir mal gucken, denn es ist jetzt gerade ein bisschen so diese Trainingsphase, in der wir stecken, wo wir versuchen wieder unseren Ausdauerstart auf 8 hochzukriegen, wo wir versuchen, unser Geschick auf 8, 10 wirklich oben zu halten, dass wir hier eigentlich optimal dastehen. Es ist ja so, dass wir durch unseren magischen Trank, durch das magische Fieber ein bisschen Verluste gemacht haben. Ist zwar ein bisschen problematisch, aber meiner Meinung nach jetzt nicht so absolut krass, dass es irgendwie uns hier so krass zurückwerfen wird, dass wir nie wieder hier irgendwie was kämpfen können. Wir sind in unseren Stats tatsächlich sehr, sehr gut weitergekommen. Das heißt also, wir gehen jetzt kurz was essen und dann hätte ich mal gesagt, wir versuchen unsere Ausdauer hier hochzupacken. Aber wir müssen halt noch ein bisschen warten, bis das magische Fieber weg ist, aber vielleicht können wir dann sogar auf 21 Ausdauer gehen. 21 Ausdauer wäre so das, was ich, 21 Geschick ist das, was ich jetzt momentan so als Ziel sehe. Das bedeutet also, wir werden dann, noch natürlich Magie nutzen, um hier Trick 17 zu machen, dass wir nicht so ewig lang trainieren müssen hier gegen unseren nächsten Gegner. Ich weiß gar nicht, wer das gerade ist, unser nächster Gegner. Kann ich eigentlich mal gleich gucken, wenn es soweit ist dann. Ich meine, wir haben noch einen Tag. Wenn das hier abgelaufen ist, dann steht es halt super, super gut wieder um uns. Das heißt also, wir müssen halt unsere Stimmung hier ein bisschen schauen, dass die noch ein bisschen optimaler ist. Wir werden uns wahrscheinlich davor nochmal komplett einmal auspowern und dann nochmal alles auffüllen, dass wir halt wirklich optimal stehen und dann werden wir den großen Kampf gegen unseren nächsten Kontrahenten anfangen und dem hoffentlich ordentlich aufs Maul geben, möchte ich mal behaupten. Gut, unser Geschick ist auf jeden Fall jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Unsere Ausdauer ist momentan auch auf einem sehr, sehr guten Weg, möchte ich mal sagen. Die Stärke ist okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Stärke will ich jetzt in keiner Hinsicht irgendwie weiter skillen oder sie irgendwie höher bringen oder sonst was, weil die ja sehr, sehr komisch mit unseren Sachen skaliert. Damit kosten unsere Angriffe mehr Energie und alles Mögliche und das ist ja nicht das Optimalste, muss man ja einfach mal sagen. So. Unser Geschick ist auf einem Status, wie wir es jetzt lassen können momentan. Unsere Ausdauer ist jetzt auf einem Status, wie wir es lassen können momentan. Unser Geschick jetzt hier auch. Das geht jetzt nicht mehr runter. Wir können mal gucken. Wir können jetzt wirklich gegen den nächsten Dude direkt antreten. So, das heißt, wir haben hier 8, 18, 4. Das sollte an Stats eigentlich echt gut sein. Dann legen wir uns jetzt gleich noch schlafen, gehen in die Stadt, essen noch ein paar Sachen hier. Wir haben nur noch ein Fleisch da, das ist okay. Wenn wir uns jetzt erstmal ausgeruht haben und unsere Energie voll gemacht haben, ist dann erstmal unser Essensbalken wahrscheinlich wieder bei 50%, würde ich jetzt einfach mal ganz grob schätzen. Und da können wir dann ja erstmal mit einem Schnitzel nachhelfen, können dann mit Ding Kong reden, sagen, hey Ding Kong, wie sieht's aus, wir möchten gerne den letzten Fight wagen oder den vorletzten Fight tatsächlich wagen. Komm mal raus. Nein, warte. So. Wir gehen hier hin, fahren mit dem Bus, dass wir keinen zeitlichen Unterschied haben. Selbst wenn wir jetzt hier das schaffen würden, den Dude zu besiegen, sind wir ja noch nicht so arg viel weiter, Leute. Ich meine, wir haben noch sehr, sehr viele Quests, die anstehen, die wir noch machen müssen. Wir müssen noch zum Bauernhof, müssen da noch gucken, dass wir da müssen da auf jeden Fall gucken, dass wir unseren Robo-Suit bekommen und wir kämpfen gegen Ryu. Okay, let's fight. Ah ne, wir kämpfen gegen Kün. Oh Gott, stimmt, das war der Dude, der uns so übel hart hitten wird. Energieregeneration. 33,5, alles klar. Ja, dann hätte ich mal gesagt, let's do this. Let's do this. Oh Gott, Leute, der hat 300 HP, da. Das ist ja... Jo, habt ihr gesehen, wie viel Energie der halt einfach kriegt? Das ist ja dumm, wir werden ihn niemals in einem Energie-K.O. schlagen. Ich meine, so schnell wie der regeneriert, haben wir ja gar keine Chance. Wir brauchen den Spell dazu, um zu regenerieren. Alter, jo, 55 Kombo mit 3, jetzt kommt schon jetzt ein Energie-K.O. Das wäre optimal, tatsächlich. Er gibt uns doch einen Hit mit. Wir geben ihm noch einen Hit mit, er hat ein Energie, komm, ein Hit doch, ein Energie-Hit, komm schon. Ah, Sadness, Leute. Sadness, Sadness. Aber unsere Tritts sind hier auf jeden Fall die richtige Variante. Aber er gibt uns viel zu stark. Ja, genau. Er gibt uns ein Energie-K.O. mit, obwohl er eigentlich der Dude ist, der mit der Energie Probleme haben sollte. Aber er hat halt diese 33 Energieregeneration sind halt übel insane. Er muss noch einen einzigen Hit auf uns landen, dann sind wir tot und das ist GG, Leute. Alter, wie dumm war einfach nur dieser Typ.
Wie dumm war einfach nur dieser Typ. Der hat uns jetzt einiges sein Leben gekostet. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da ein bisschen anders vorbereiten hätten müssen. Ich weiß, ich wollte mir eigentlich noch Magie vorher ein bisschen reinpfeifen, aber ich weiß nicht mal, ob das uns irgendwie gerettet hätte, weil ich meine, der ist halt schon ganz schön krass. Ich glaube tatsächlich, dass der der Typ ist, wo wir den Damage over Time brauchen mit dem Cobra-Schlag. Das heißt, wir müssen mindestens noch 3 Skillpunkte vollkriegen. Und ich weiß nicht, ob ich das dann offscreen machen soll oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen werden. Schreibt es aber auf jeden Fall in die Kommentare mal rein, weil ob ich das immer onscreen oder offscreen machen soll, das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil eigentlich ist es ja, wie gesagt, ein Let's Play, da zeigt man ja eigentlich alles, was man macht, aber ich habe da jetzt ja auch schon bei, in Russland damals, habe ich ja auch schon da so ein paar Skips mit drin gehabt. Wir werden jetzt hier, wir haben halt nicht genug Energie, gell? Wir machen es trotzdem, wir sagen hier, ey Dude, wir können halt echt schon fast wieder gegen ihn fighten. Wir wollen trotzdem hier mal kurz ein bisschen... Verdiene Geld und Ruhm. Ja, wir kämpfen jetzt ein bisschen gegen die Piraten. Wir kämpfen hier jetzt mal ein bisschen gegen die Piraten. Ich glaube, die sollten nicht mehr so arg die Problematik für uns sein. Wir kriegen da doch eigentlich ganz gute Hits immerhin und sollten eigentlich nicht mehr so viel Damage nehmen, weil wir halt doch jetzt ganz gut geskillt sind eigentlich. Und auch vor allen Dingen relativ gut vorbereitet mit unseren Attacken und allem möglichen. Natürlich hat er immer noch einen relativ großen Vorteil, dadurch, dass die Piraten ja alle ein bisschen tanky gehen, muss man ja sagen, oder halt tanky oder halt auf Geschick, sind sie halt entweder, sie haben halt die übelsten Pranken, dass sie mir halt mit einem Hit dann wirklich so viel wie er jetzt hier gerade 6 Schaden zufügen oder 8 Schaden zufügen, das ist halt schon relativ viel, aber irgendwie, warum kannst du es nicht schaffen, ihn irgendwie zu dodgen, Alter? Er hat uns jetzt mal hier kurz eben ein bisschen viel Damage zugefügt. Wir haben ihn zwar in Energie-K.O. reingehauen, aber wenn wir das, oh komm, Energie-K.O., please. Na, natürlich warten wir mit 100 Energie darauf, dass er nochmal Energie regeneriert, weil ich meine, hey, wir sind ja die netten Typen. Wir sind der nette Typ von nebenan, der den Piraten aufs Maul haut. Wer kennt es nicht, Leute? Nochmal ein 7er Hit ist nice, 14er Hit auch sehr, sehr gut. Wir treten hier in die Luft ein bisschen. Ich meine, die Luft ist auch ziemlich böse, wer weiß es nicht. Und gucken mal, ob wir ihn jetzt hier finishen können. 7 noch Hit und Win gegen den ersten Dude. Relativ smooth, möchte ich mal sagen. Das wäre halt optimal, wenn wir 6 schaffen würden, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Also gegen den nächsten. Der ist tatsächlich immer mit der problematischste, wenn ich ehrlich bin, weil er halt immer, er hat gute Kicks dabei. Er hat tatsächlich sehr, sehr gute Kicks dabei. Gerade irgendwie sein Hüftknochenschlag ist halt eine sehr, sehr gute Sache, weil damit halt jeder unserer Angriffe halt zusätzliche Energie kostet. Und wenn man halt gerade auf das Energieplay geht, so wie wir eigentlich, ist es halt ein Schlag, der eigentlich nicht fehlen darf. Und ihr seht, wie wenig Damage wir ihm tatsächlich hier gerade machen. Aber unsere Dodges waren hier eigentlich ganz gut. Der Cobra-Schlag wäre halt so mit das nächste, was ich auf jeden Fall irgendwann mal brauchen werde, weil wenn wir damit halt einmal einen ordentlichen Hit setzen, haben wir halt dauerhaften Damage-Output. Zwar nur 1-2 Damage pro Runde möchte ich, Runde kann man es nicht sagen, pro einzelnes Segment, das halt in einer Runde sich befindet, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Damage pro Segment und das ist halt auch nicht so das Schlechteste. Wir werden wahrscheinlich keinen Energie-K.O. hier mehr hinkriegen, wenn er jetzt hier nicht irgendwie sagt, okay, er stellt sich ganz scheiße an oder geht nur noch irgendwie auf was weiß ich was. Okay, wir geben ihm hier die 14er-Kombo mit Deutschen nochmal sehr, sehr schön. Er hat noch 1 HP, Energie-K.O. haben wir noch hingekriegt und damit ist er down. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal in den zweiten Kampf reingehen. Gegen einen L49er. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Er hat halt den Damage ohne Ende jetzt wahrscheinlich. Der gibt uns jetzt hier wahrscheinlich ein Hit und wir fliegen über den Jordan. Zwei gute Dodges hier auf jeden Fall mitgenommen. Er gibt uns halt auch Damage over Time, weil er auch dieses Block-Ding mit drin hat, was echt nicht cool ist. Aber wir geben ihm hier in die Richtung von dem Energie-K.O. schon einen relativ guten Vorsprung, möchte ich mal behaupten. Nochmal ein schöner Dodge, nochmal ein guter Dodge. Er ist halt nicht so ganz vorbereitet, habe ich das Gefühl. Er hat noch nicht so optimal geskillt. Aber ich meine, man hat ja auch gesehen bei Kühn jetzt, gegen den wir gekämpft haben, dass es nicht darum geht, hier auch die ordentliche, perfekte Skillung zu haben oder sowas, sondern dass man halt auch mit einer beschissenen Skillung, so wie er es gemacht hat, oder was heißt beschissene Skillung, halt mit einer beschissenen Stat, weil verrechnungsmäßig ist halt seine Stats halt richtig bad gewesen, aber seine Energieregeneration war halt so insane, dass er halt damit einfach voll klar gekommen ist. Also ich weiß nicht, das schafft man, glaube ich, nur als Bot, Leute. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, oh mein Gott, wir werden den nächsten Kampf nicht mehr schaffen, oder? Wir werden den nächsten Kampf nicht mehr schaffen, wenn er uns noch einen guten Hit mitgibt. Aber wir sind halt unter 50 jetzt inzwischen gesunken und haben halt noch dieses Game gewonnen, aber ich denke, ehrlich gesagt, wir werden hier, auch wenn es risky ist, noch den letzten Kampf wagen. Das ist ein
14er Energie, 14er Geschicklichkeit. Das ist halt problematisch. Jetzt kommt es drauf an, wer hier der Geschicktere ist. Und momentan sieht es eigentlich ganz gut aus für uns. Er hat auch ein paar Hits mit drin. Ich weiß nicht, wenn man halt auf Geschick geht, hätte ich mal gesagt, oh mein Gott, nein, wir sterben, Leute. Wir werden sterben. Nein, tu es nicht, bitte. Wir wollen doch nur die Punkte mitnehmen. Wir wollen dir doch gar nicht wehtun. Leute, wir werden das nicht schaffen. Wir werden das ganz klar nicht schaffen. Das ist unmachbar. Wir sind auf 28 AP, er ist auf 74. Das wird einfach nicht reichen. Wenn er uns noch 2, 3 gute Hits mitgibt, dann ist es halt einfach vorbei. Schöner Hit, nochmal 5er Dodge für ihn, noch ein 9er Hit für uns. Er hat halt 35 Energie, aber seine Energie geht halt auch langsam ein bisschen zu Neige, was ich ganz gut finde. Da steht 33 zu 21, steht 24 zu 21, er hat noch 17 Energie, 15 HP. Vielleicht können wir das Ganze doch noch schaffen, es könnte relativ knapp werden, aber wenn er halt nochmal so gute Dodges hingibt, die uns halt Damage machen, dann wird es halt echt knapp, aber wir schaffen es gerade noch mit 11 HP. Alter, mein Herz, wir werden das auf keinen Fall weitermachen. Puh. Wie viel Prozent Gesundheit haben wir? 0. Nice. nice. Aber wenigstens haben wir das Ganze noch rumgerissen, möchte ich einfach mal sagen. Wenigstens haben wir das Ganze noch rumgerissen gekriegt. Gehen auch hier ein bisschen auf Geschick. Haben ein bisschen positives Geschick-Outcome gehabt, haben aber leider nichts von unserer Ausdauer halten können. Jetzt geht es halt erstmal darum, wieder HP zu regenerieren und wir können ja nicht mal skillen. Das ist ein bisschen traurig, dass man halt jetzt so viele Kämpfe dafür machen muss, bis man halt überhaupt skillen kann, weil 25 Punkte sind halt wirklich, wirklich viel. Da muss man halt schon ziemlich viel Zeit hier in dieses Spiel investieren. So, er hüpft jetzt hier mal ein bisschen fleißig rum. Wir generieren hier ja mit beides. Eigentlich, wir könnten uns mal wieder verliebt machen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass wir hier nicht so viel Stats auf einmal verlieren. Gehen wir mal hoch schnell zu unserer Schnecke, sagen, hey Schnecke, wie sieht's aus? Siehst gut aus und so. Gib uns mal den Verliebtheitsstatus. Wir geben ihr ein Geschenk. Wir haben ein Geschenk für dich. Ach, ist das süß. Vielen Dank. Blablabla. Na. Okay. Hey, du. Lass uns mal ein bisschen reden. Weil reden ist sehr, sehr wichtig. Leute, merkt euch das. Reden ist immer wichtig. Und dann können wir einfach mal gucken, dass wir jetzt den Status kriegen und dadurch halt dann ziemlich zügig hoffentlich. Funktioniert's? Ja, nice. Okay, dass wir dann halt jetzt ziemlich zügig auf den nächsten Power-Ups gehen und damit halt gewinnen dann gegen unseren guten nächsten Kämpfer. Obwohl ich überlege halt ernsthaft, soll ich erst die Talentpunkte machen oder nicht? Ich glaube tatsächlich, dass die Talentpunkte halt jetzt übel wichtig sind. Weil der Kühn ist halt echt insane einfach nur. Ich weiß echt nicht, wie ich gegen den ankommen soll. Selbst wenn wir 20 Geschick hätten, der Typ hat halt einfach actually 14, 12, 9, 10. 9, 10 einfach nur. Der 33 Ausdauerregeneration. Seine Sachen kosten halt actually einfach gar nichts. Aber wirklich einfach mal gar nichts. Ja, snacken, trainieren. Das Leben eines Sportlers, Leute. Snacken und trainieren. Und Skillpunkte verteilen natürlich. Wer kennt es nicht? Okay. Damit halten wir auf jeden Fall unseren Geschicklichkeitsstatus, das ist schon mal gut. Klar, Ausdauer haben wir jetzt ein bisschen verloren wieder, aber das ist okay. Ja, wir haben auch ein bisschen Geschick tatsächlich verloren. Gut, aber wir haben auch geschlafen und gegessen. Das ist halt auch immer ziemlich wichtig, deswegen ist es schon in Ordnung. So. Ein paar Klimmzüge noch, dass wir da noch zusätzliche Stats kriegen. Ich habe mir auch überlegt, Leute, wenn ihr das wollt, könnt ihr mal hier drunter unter die Kommentare bitte schreiben. Wollt ihr, dass wir in der nächsten Folge uns erstmal ein bisschen um die zweite Storyline kümmern, also hier um diesen Erzbösewicht, den wir fassen müssen. Das können wir tatsächlich auch mal und unsere Katze dann endlich retten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und vielleicht bekommen wir ja da noch den ein oder anderen zusätzlichen Kampfpunkt. Ich meine, wir sind halt schon inzwischen relativ overpowered, möchte ich mal sagen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass es halt echt Endgame bis Late-Game Content halt einfach ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ist es eigentlich für den Fall, wenn man sich sagt, hey, ich trainiere halt einfach übel insane nur. Ich
nutze nichts anderes und ich mache halt meine Stats einfach unendlich hoch in diesem Spiel. Ich glaube tatsächlich, das müsste auch gehen, dass man halt da einfach übel krass wird dann. Aber da muss man halt richtig viel Zeit investieren. Ich frage mich echt, ob man da so ungefähr so 100, 100, 100 überall haben kann, Level 100, und dann die Gegner halt irgendwie so one-hitted oder sowas. Oder ob es da ein Cap gibt irgendwie und sagt, hey, 50 ist Ende oder sowas, 20 ist Ende, aber ich glaube 20 ist nicht Ende, wenn wir uns hier den Kühn angucken, der ist ja schon ein bisschen höher, wenn ich es richtig, ne, der hat 19, gell? 19 ist sein höchster Stat. Naja, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Klimmzüge wieder. Die Rotation ist halt eigentlich schon relativ gut, die wir haben, wir müssen aber bald wieder einkaufen gehen und uns neue Schnitzel hier besorgen, dass wir genug noch zu essen haben. Ich glaube, das müssen wir dann heute machen. Ich überlege mir gerade auch, ja, wir haben noch nicht ganz volle HP. Eigentlich würde ich echt gerne heute nochmal einen Kampf machen. Wenn wir zwei Schnitzel essen. Ich weiß nicht, wie viel Gesundheit wir aus dem Schnitzel rausziehen. Ich weiß nicht, wie viel Gesundheit wir aus dem Schnitzel rausziehen. Aber vielleicht könnten wir noch einen Kampf wagen. Kriegen 10 Gesundheit. Ja, wir machen noch einen Kampf. Aber nicht gegen Kühn oder Rio, wie es hier steht, was eigentlich falsch ist. Sondern wir kämpfen nochmal gegen die Piraten, hätte ich gesagt. Ja, wir kämpfen nochmal gegen die Piraten, dass wir die Skill Points auf jeden Fall kriegen. Das ist halt wirklich super wichtig, Leute. Und ich muss jetzt mal ganz schnell einen Schluck trinken. Ich bin sofort wieder da. Sieht aber doch momentan eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben zwar einen guten Damage-Hit von ihm hier eingekriegt, aber wir kriegen ihn jetzt gleich Energie-K.O. hoffentlich. Ja, da ist das erste Energie-K.O. Das ist halt einfach mit einer der besten... Oh, Alter, da gibt er uns halt einfach echt den Prankenhieb noch mit noch mehr Energie-K.O. in zweiter Runde. Das ist sehr, sehr schön. Wir brauchen halt echt einfach diesen Ausdauer- und dingsenkenden Schlag. Ich glaube tatsächlich, dass das auch der Weg ist, das Ganze zu spielen gegen den Energietypen. Ich habe halt echt das Gefühl, dass Carl Kogan einfach schlechter ist als der zweite. Wie kann es sein, dass Carl Kogan so krass ist? Einmal weil der Carl Kogan ist vielleicht, aber ansonsten würde mir da nichts einfallen. Du bist wie immer der anstrengendste Dude. Gegen dich habe ich immer am meisten irgendwie Probleme. Ich weiß nicht mal warum, aber er ist halt irgendwie immer der krasseste Typ. Niemand weiß es. Aber jetzt gerade frisst er eigentlich ganz gut. Wenn er so konstant einfach weitergibt, ja gut, okay. Da gibt oh ja, die 14er-Kombo, klar. Das ist halt, ich glaube tatsächlich, der hat irgendwie ein bisschen mehr Würfelglück als die anderen. Dem haben sie ein bisschen mehr Lack reingegeben. Ich glaube, jeder zweite ist immer ein bisschen schwieriger als der davor. Ist aber auch irgendwie logisch, Leute, oder? Ist auch irgendwo logisch. Gibt uns einen 6er-Hit. Weil dann kommt man halt an den nächsten Start ran. Wie ist das jetzt eigentlich? Wir haben 21, wir kriegen ja dann wieder 10 dazu. Das heißt, wir gehen auf... Ne, warte mal, kriegen wir 15 dazu? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir... Jo, eine 19er-Kombo, alles klar. Ist okay, Dude. Ist okay. Gib uns hier eine 19er-Kombo. Okay, mein Headset fängt ja an zu piepen. Das muss ich mal nach dieser Folge auf jeden Fall wieder anstecken. Es tut mir leid, wenn das jetzt hier die Folge piepen wird, aber ich habe mein Kabel gerade momentan nicht zur Hand. Das muss ich dann erstmal kurz aus meiner Schublade holen. Und da habe ich jetzt keine Lust, irgendwie rumzukruscheln während der Folge. So, wir geben ihm hier einen 10er-Hit, aber wir sind halt nur noch auf 150. Tatsächlich haben wir nicht arg viel mehr Leben als letztes Mal, wo wir gegen die Piraten gekämpft haben. Das ist also echt nicht optimal eigentlich. Man muss sagen, es sind wirklich starke Gegner. Und ich weiß nicht, ob wir... man kann das ja ungefähr so abschätzen, wenn man dann so ungefähr sagt, okay, hey, die Piraten sind für den zweiten Gegner. Wenn du die komplett 4A durchschaffst, dann bist du vorbereitet auf den dritten Gegner. Oder besser gesagt, ja doch, dann bist du ungefähr vorbereitet auf den dritten Gegner. Aber wir sind mit 100... Wir haben halt echt nur noch 135 jetzt. Und wir müssen noch zwei Leute schaffen. Ich hoffe halt einfach, dass wir bei ihm nicht so viel kriegen. Er hat aber halt 236 HP, das ist halt übel viel. Und wir kriegen ja bei ihm dauerhaft Damage, weil er halt dieses Ding hat, dass wir halt auch Damage kriegen, wenn wir ihn angreifen. Und er nimmt halt einfach keinen Damage. Aber ich hoffe, dass wir ihn schnell Energie-K.O. kriegen, hier so ein, zwei Mal. Ah, da gibt er uns halt einfach den harten Hit des Todes einfach mit. Ein 21er-Hit, das ist halt nicht feierlich. Das ist halt Stärke, Leute. Wenn der mal trifft und wenn der mal hittet, dann trifft er aber richtig. Und zwar richtig, richtig. 13er-Kombo ist schön. 3, wir gehen hier locker wieder runter auf 50, Leute.
Er hat halt einfach mal noch gar nichts. Er hat halt einfach mal noch nicht. Nochmal ein 21. Oh Gott, wir werden hier. Leute, wir müssen nach dem Game aufhören wahrscheinlich. Wir müssen nach der Runde wahrscheinlich ausscheiden. Komm, nochmal ein Energie-K.O., dann könnten wir es vielleicht nochmal wagen. Wir dürfen nicht unter 50 droppen, sonst verlieren wir alles. Ich überlege gerade ernsthaft, dadurch, dass wir halt dieses Mal echt schlecht gewürfelt haben, was halt übel traurig ist einfach, weil wir so viel Damage jetzt gefressen haben. Komm, jetzt gib ihm doch einfach mal nochmal hier das ordentliche Energie-K.O., Alter. Ein Hit noch, komm, ein Treffer. Ja, natürlich gibt er uns eins. Ich will das nicht riskieren, Leute. Letztes Mal haben wir mit 11 HP hier das Ganze überstanden und waren halt echt schon relativ lucky. Ich will das eigentlich jetzt nicht nochmal machen. Da kriegen wir 15, jetzt kriegen wir 10. Das ist okay für mich. Wir haben halt nicht mehr viel Leben und ich habe keinen Bock, das Ganze hier einfach wegzuwerfen. Damit sind wir jetzt auf 31, können... Ne, warte mal, wir wollen nicht in die Stadt. Nein, wir wollen da auch nicht das machen. Wir wollen in unseren Skilltree gehen. Und jetzt ist die Frage, ich habe ja gesagt, ich möchte den Ding skillen. Ich weiß, ich habe das schon im Kopf, was ich eigentlich skillen möchte. Aber ich überlege mir gerade, ob ich nicht vielleicht das hier zuerst mitnehme, dass wir halt einen zusätzlichen Schlag mit reinbringen können. Kontrollierte Wut. Hast du 30 oder weniger Gesundheit, steigt dein Geschick um 30. Das ist halt übel krass einfach nur, der Kobra-Schlag. Könnten ja auch so machen, das hier, das hier, das hier. Und das brauchen wir halt auch noch. Der Roundhouse-Tritt brauchen wir halt theoretisch auch noch. Ja, wir gehen jetzt als allererstes mal hier auf den tiefen Tritt, weil der tiefe Tritt ist halt einfach gut, denke ich mal. Tiefe Tritt sieht halt einfach echt gut aus. Und dann habe ich mal gesagt, du, wie sieht's aus? Ja, das kriegen wir wieder über die Nächte, Tage und Nächte zusammen. Ja, dann hätte ich mal gesagt, ich gehe noch ein bisschen trainieren. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, also ich gucke dann in die Kommentare rein, was ihr da geschrieben habt, ob ihr es jetzt so haben wollt, dass ich halt konstant weiterspiele, dass ihr halt alles mitkriegt oder ob ihr halt jetzt sagt, okay, ich soll jetzt hier einfach ein bisschen privat spielen, das Ganze laufen lassen und ein bisschen hochtrainieren, ein bisschen weitergehen und dann halt schlussendlich, wenn wir dann zu weit sind, dann gegen den nächsten Gegner antreten soll. Schreibt es bitte in die Kommentare, es würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, dann Türelü!